Hallo zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute nur mit mir vor der Kamera beim Intro und beim Outro, denn die wichtigste Message hat heute der Backup-Coach Markus Häusler zu sagen, von dem ich heute die Videosequenz mit einbeziehen darf, weil es da sehr, sehr gut darum geht, was denn eigentlich zwischen den Bällen passiert, wenn ich auf den Ball warte und welchen Fehler viele Spieler machen, wenn sie auf den Ball vom Gegner warten. Viel Spaß mit diesem Tipp vom Backup-Coach zum Thema Beinarbeit. Aber zu viel. Aber wir brauchen so ein Mindestmaß an Technikern, was wir denken müssen. Ne? Und dazu gehört auch die Beinarbeit. Das ist auch ein Teil davon. Das heißt, wenn wir spielen, das könnt ihr gerne auch beim Einspiel machen. Ne? Ihr seid, sobald der Ball im Spiel ist, immer in Bewegung. Ihr werdet keinen Profi sehen, der jemals so steht mit beiden Hacken am Boden. Sondern es ist das Ziel, dass ich entweder tippe oder Feder, wieder Federer oder ich muss irgendwie in Bewegung sein, weil ich so dafür sorge, dass der Treffpunkt immer bei mir optimal ist. Das heißt vor dem Körper und seitlich. Okay, wenn ich mich nicht bewege, habe ich ein Problem. Und ganz viele von euch, alle, egal welche Spielstärke, sehe ich immer, dass sie einfach schlagen und dann kurz stehen. Wenn der Ball jetzt darüber kommt, verziehe ich manchmal meinen Treffpunkt. Okay, das ist jetzt die erste Sache, die wir drin. Vielen Dank, Markus, dass ich diese Sequenz mit hier in das Video mit einbauen durfte. Nicht selbstverständlich, dass man dem YouTuber-Kollegen jetzt hier auch Sachen zur Verfügung stellt. Deswegen, wie gesagt, vielen Dank nochmal, weil es auch ein Tipp ist, der vielen, vielen Spielern draußen hilft. Die Beinarbeit oder die Optimierung der Beinarbeit sorgt häufig dafür, dass Spieler noch auf ein höheres Level kommen. Und gerade dieser Tipp, einfach wunderbar auch erklärt, hilft dir, zwischen den Ballwechseln einfach aktiv zu bleiben, aufmerksam zu bleiben und deine nächste Aktion noch schneller einleiten zu können. Wenn dir das Video gefallen hat, natürlich bei Markus am Kanal vorbeischauen, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Hier den Fit am Ball-Kanal natürlich abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.